Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute bei Fortuna Düsseldorf in Kooperation mit Betway und es dreht sich um das Thema Instinct. Und dafür haben wir drei spezielle Gäste. Ja, du hast es gerade angesprochen, heute geht es um den Instinct. Ganz wichtig, ich glaube, für einen Stürmer so ein bisschen zu erahnen, wo der Ball vielleicht hinkommt, vor den Verteidiger zu kommen, und deswegen haben wir ein paar Übungen vorbereitet. Wie ist das eigentlich mit dem Instinkt? Kann man das trainieren oder ist das einfach Naturtalent? Wie wird eine Übung aussehen? Als Verteidiger heißt es eher antizipieren und klar, ich glaube, das muss man ein bisschen spüren. Wer aus eurer Mannschaft hat eigentlich den größten Killerinstinkt? Ich glaube, das ist zurzeit relativ einfach zu beantworten. Ruven mit seinen 11 Saisontoren plus Tor im Pokal. Ich glaube, er hat den größten Killerinstinkt gerade, was das Torschießen angeht. Auf geht's. Die erste Challenge ist eine klassische Penalty Challenge. Die Profis haben sich aber ein bisschen was einfallen lassen, um uns das Leben richtig schwer zu machen. Kahn, du hast ja schon bei vielen Vereinen gespielt. Meinst du, Instinkt ist eher was Individuelles oder auch so ein Mannschaftsding? Schon was Individuelles, klar. Denn je mehr Spieler man in solchen Punkten, sage ich mal, auf einem höheren Level hat, so hilft das natürlich auch umso mehr der Mannschaft. Aber ich glaube, das ist schon eine Sache, die jeder Spieler haben muss. Was meinst du, wofür braucht man mehr Instinkt? Für das Tor oder für die Vorlage? Ich glaube, als Torjäger brauchst du natürlich den Instinkt, die richtigen Räume anzulaufen, wo der Ball vielleicht hinkommt. Und als Vorlagengeber, in meinem Fall, was häufiger vorkommt, natürlich diese Räume zu bespielen. Und das ist natürlich auch ein Instinkt, dass du erahnen musst, wo der Stürmer hinläuft und wo vielleicht ein Raum entstehen kann. Und das erste Bundesliga-Tor von dir, kannst du dich noch dran erinnern? Da kann ich mich noch dran erinnern. War eine überragende Vorarbeit von Finn Bartels und gegen Dortmund damals habe ich dann auch einfach gedacht, komm, knall ihn ins kurze Eck, Weidenfeller keine Chance gelassen. Jetzt gibt es eine Flanke und anschließend den Torabschluss, der natürlich instinktiv erfolgen muss. So, Freunde, das war das Video. Vielen Dank an Betway, dass ihr uns diese coole Möglichkeit gegeben habt, heute den Tag hier so zu verbringen. Es gibt auch noch ein Gewinnspiel und zwar wird ein Trikot verlost, welches von den drei Spielern signiert ist. Alles, was ihr tun müsst, Video liken und einen kreativen Kommentar schreiben. Viel Erfolg! Das zweite Video, die zweite Challenge findet ihr bei Betway auf dem Kanal, ist jetzt auch in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst auf jeden Fall ein Like da und kommentiert, wer die Challenge gewinnt. Ja, wir sind raus, macht's gut, ciao.